Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator. Heute werde ich euch einen Doppelmod vorstellen. Einmal einen Mod über den LKW und einmal einen Mod über den Trailer, also Anhänger, also Fracht. Und wir beginnen gleich mal mit der Fracht, die ich jetzt hier eigentlich ankoppeln muss noch. Ich sind nämlich tatsächlich zwei Model Tesla Cybertrucks, die ich irgendwie. Ich habe einfach mal wieder Euro Truck Simulator und Tesla gesucht und da habe ich diesmal die gefunden, weil bei Mod ich ja leider nicht so das Problem, dass leider immer durch ein Update der Spiele manche Mods dann nicht mehr funktionieren. Heißt also dieser alte wunderschöne Semi-Truck oder dieser Model S und auch der Cybertruck, den man nicht mal selber fahren kann, konnte, die gehen jetzt nicht mehr, weil halt eben das Spiel ein großes Update bekommen hat, ja, und dann muss man quasi das Spiel wieder zurücksetzen, um dann wieder zu spielen. Heißt also, die alten Tesla-Sachen, die ich mal auch gezeigt habe, die sind nicht mehr möglich zu fahren. Aber das hier ist mit dem Version 1.38 noch möglich zu bespielen. Auch die Spiegel, glaube ich, müssten auch für 1.39 ausgelegt sein. Habe ich, glaube ich, einmal ausprobiert. Aktuell bin ich wieder auf 1.38, weil ich halt noch auch gerne mit Freunden noch online spiele und immer wieder auf das neueste Version drauf spielen und immer wieder zurück, wenn man irgendwie quasi online spielen möchte, ist halt doch ein bisschen nervig. Da war halt eben auch bis ETS, also das Truck Simulator für Online-Spielmodus irgendwie wieder verfügbar ist. Und ich muss sagen, also man sieht natürlich so lächerliche Mods, die natürlich ein bisschen besser sein können, da ist viel zu glänzend hier und die Oberfläche auch viel zu glatt, aber der Gedanke ist am Ende der doch irgendwie zählt. Ist vor allem auch der Anhänger neu konstruiert worden, denn sowas, so ein Auto-Anhänger gab es sonst auch noch nicht. Ein einziger Nachteil, für den ich irgendwie gerade sehe, ist, die haben irgendwie einen falschen Anhänger quasi als Vorbild genommen, weil die mich sehen, wir sind jetzt irgendwie vom Schotterplatz irgendwie haben die Lieferung abgeholt und wir werden auch an so einem komischen ähnlichen Ort auch wieder die Lieferung hinbringen, also nicht so ein normaler Ort, wo man sonst LKW so abholt, ja. Deswegen, ich finde es wirklich blöd. Wenn man erstmal hier draußen ist und auf einer normalen Strecke ist, dann merkt man davon gar nichts mehr so viel. Gut, und jetzt, nachdem wir mal uns die beiden Cybertrucks lang genug angeguckt haben, würde ich sagen, gehen wir mal ins Fahrzeuginnere. Denn hier kommt noch gleich das neue, die nächste Mod in dem Spiel, und zwar der obercoole Kamera aus dem Spiegel. Bei Mercedes ist ja schon seit längerer Zeit, glaube ich, üblich, dass jetzt auch bei den Actros statt Spiegel die Kameras bestellt werden können. Und jetzt habe ich auch irgendwie, auch weil das Thema wieder aufgekommen ist, weil auch bei uns in der Firma irgendwie angesagt wurde, dass auch dort bald die ersten Busse mit Kameras anrollen sollen. Da dachte ich mir auch, komm, guck mal, ob es auch bei den großen Hersteller Euro Truck Simulator nicht auch sich einen Mod vielleicht geben könnte. Und tatsächlich, es gibt ihn. Was natürlich jetzt ein bisschen unlogisch in einem Simulator erscheint natürlich, ist halt, dass diese obere, dieser künstliche Außenspiegel, ne, den man sich im Spiel reinfügen kann. Moment, ich guck mal, ob ich. Ja, also hier ist eigentlich exakt dasselbe Bild, ja. Ich glaube, wenn du einen Außenspiegel hast, ein Bildschirm oder diese anderen Spiegel hier, ist am Ende immer dasselbe Bild und die Qualität ist nicht besser oder schlechter. Ich mache da immer keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, den ich finde, ist halt eben die Optik. Man sieht halt eben, da hier draußen der Bildschirm, der Spiegel fehlt tatsächlich, ja. Man hat ein bisschen bessere Sicht tatsächlich und man hat halt dieses schöne Gerät hier im Innenraum, ja. Auch wenn ich hier drüben die auch noch blöde angucken muss. Aber die Optik ist die eigentlich fehlt, ja. So, mit diesem Mod werden wir jetzt dann mal nach Hamburg fahren und dann die Cybertrucks dann abliefern. Gucken, ob wir uns irgendwie gut beeilen, damit die Aufnahme nicht so ganz so lang dauert.
Ich finde es schon cool irgendwie, ja. Ich hoffe, dass irgendwie die Spiegel auch irgendwann mal ein richtiges Update in dem Spiel sein könnten, damit man auch das mal offiziell fahren könnten, weil so Spiegel, warum nicht? Man sieht schon, die wurden jetzt schon ein bisschen da konnte nicht alles gelöscht werden. Ja, man kann natürlich auch mal angucken mit der Kamera dann. Man sieht auch hier oben so ein kleines rotes Lichtchen, das leuchtet. Ich würde jetzt mal denken, als wohl diese Infrarotsensor, dass auch im Dunkeln ein einigermaßen gutes Licht drüber scheinen kann. Kann natürlich auch mal hier den. Ach nein, das war das Falsche. Die Spiegel alle komplett ausmachen. Nur versuchen hier über die hier zu fahren, um sich besser vorstellen zu können. Und die funktionieren auch tatsächlich hier auch sehr gut, ja. Also, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Im Zusammenhang natürlich mit den Cybertrucks. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich zukunftsrationaler Transportgefährt hier aktuell. Oder nicht? Aber also die Versionen sind beide aktuell für 1.38 möglich. Bei 1.39 müssen die auch noch funktionieren. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich sehe auch kein Problem. Vor allem in den Anhängern wird wahrscheinlich nicht mal so viele große Updates hineingesteckt. In die LKW dagegen ja schon eher. Ich meine, da gab es ja letztens mal ein Update, mit dem man hier das Fenster auf und zu machen kann, ja. Wir gucken, wie man das wieder hochmacht, genau so. Ja, stehen bleiben. Wieder zu. Ja, also in diesem Semi-Truck quasi wäre die Funktion gar nicht möglich gewesen und somit ist der halt irgendwie nicht mehr für die Version kompatibel, ja. Aber so Außenspiegel, die sind eigentlich ja nur eine Textur und keine Funktion groß. Auch die Bildschirme hier, die tun ja dasselbe Bild. Au! Oh nein, wir müssen eine Umleitung fahren. Gut. Wir wären eh schon ein bisschen zu früh da gewesen. Ich habe noch eine kurze Strecke gesucht, dass die jetzt zu kurz gewesen wäre. Aber gut, dann wurde automatisch mein Video nochmal mich auf gute Länge auf 20 Minuten gestreckt. Durch die Umleitung. Auch gut. Tut euch mal irgendwie so klein. Ach, man kann natürlich so von vorne schlecht fahren. Aber ich wollte euch mal kurz mal demonstrieren, wie das so aussieht, so mit ohne Spiegel. Also ihr seht schon, ich habe natürlich jetzt keine Maus, aber da wo der Spiegel wäre, sieht man jetzt so schwarze Striche noch. Und oben, wo jetzt die Kamera ist, die haben wir so ein bisschen Metallic Design reingemacht. Ja, hier, das scheint jetzt so Metallic. Also. Ich glaube, gut, die echten Kamera. Ich habe erst letzte Woche, wo ich aufnehme, tatsächlich in Frankfurt einen Actros wieder mit Kamera gesehen, weil ich ihn echt noch selten unterwegs. Und wenn man halt einen Actros sieht, dann rechnet man noch nicht echt mal damit, dass er am Ende der Kameras hat. Ja. Ups. 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 Der kommt davon, wenn man von vorne aufs Auto guckt. Ja, was war ich denn hier los? Noch ein Latz. Ich schreibe ich gleich mal irgendwie hier mit ich Video irgendwie rein hier. Hier ist ja da voll ein Latz auf der Strecke. So, muss ich jetzt abfahren? Ja, hier, also wir sind hier gerade auf der A7 oder so. Okay. Ich muss hier abfahren, okay. Oh, ich werde beinahe wieder vorbeigefahren.
Ich werde natürlich beide Mods in die Videobeschreibung hineinpacken. Dann kann man die besser finden. Und wie man die installiert, ist eigentlich dann auch einfach. Also ich werde gucken, dass ich die originale Steam-Version finde. Aber ansonsten ist es eigentlich hoffentlich auch erklärbar. Ansonsten schreibt mir unter Video, wenn ihr es nicht weißt. Also sollte ich die originale Steam-Version finden, wird da wahrscheinlich ein Abonnier-Button erscheinen. Ihr müsst euch quasi dann online bei eurem Steam-Account anmelden und dann einfach auch Abonnieren drücken. Und sobald ihr dann quasi in Steam, euer PC-Steam-Account reingeht, dann wird erscheint sofort irgendwie eine Aktualisierung im diesem Spiel. Klingt erstens irgendwie gut, aber am Ende ist halt doch immer noch ein Mod, der nicht offiziell vom Spiel da ist, ja, aber trotzdem wird dieser Mod installiert. Und dann kann man auch wieder im Hauptmenü diesen Mod-Manager quasi, wird sofort irgendwie aufblinken, hier ist was Neues gefunden worden, ja. Dann könnt ihr einfach diesen Mod aktivieren klicken. Aber ich glaube, mich erinnern, dass die beiden Mods, die Kameraspiegel und der Trailer nicht vom Steam Mod Manager da irgendwie zur Verfügung gestellt wurde. Da ist dann einfach anders da, aber trotzdem kompliziert. Weil dann ist einfach nur eine komische Datei, die sich in der Regel nicht groß öffnen lässt oder einfach nur eine riesen Datei ist. Also eine Textdatei. Und diese einfache Datei, die ihr da habt, nämlich einfache Papierfitzel da. Müsst ihr einfach nur unter Dokumente gehen und dann gibt es da diesen Eurotax-Simulator-Ordner und da ist halt eben Ordner drin mit Mod. Und in diesem Mod-Ordner schmeiße die Datei einfach rein und schon hat das Spiel ebenso es gefunden. Ich versuche es mal irgendwie doch noch demnächst eilig da mal hinzukommen, kann euch das mal zeigen. Aber eigentlich ich finde einfach das Geile daran, es ist nicht kompliziert, so einen Mod in die Spiele reinzukriegen, ja. Wenn die Spiele schon von Anfang an dafür ausgelegt worden sind, dass man da Mods reinbauen kann, finde ich einfach nur klasse, ja, dass da richtiger Mod meine ja dafür existiert, der sofort weiß, ah, komm, damit kannst du gerne spielen. Ja, aber ich bin eh jetzt noch ganz pünktlich da. Geht das noch? Ich will ja natürlich irgendwie, wenn wir auf Landstreiche noch ein Foto machen. Dann gucken wir mal. Also ich hoffe, dass diese Kameraspiegel eine gute Zukunft haben. Wenn ich mal ankomme, kann ich mal kurz sagen, warum ich wofür Kameraspiegel bin. So wie ich das schon auf Bildern gesehen habe, und wir hatten doch in der Firma einen E-Busco gehabt, da hat auch die Kameraspiegel eingebaut waren, zum Testen. Und ich sehe da den ersten großen Vorteil, dieser riesengroße Außenspiegel, der rechts am Bus hängt. Also ich rede jetzt zum Beispiel wirklich in dem Sinne jetzt mal vom Bus. Der kann nicht mehr abgefahren werden. Dann hast du links und rechts, also vor allem links, ja, wo der Ausspiegel, der riesengroße Ausspiegel direkt am Fahrerplatz ist, der ist weg. Also wenn ich jetzt hier hingucke, guck auf die Maus irgendwie, also die Fläche hier, die ihr ja hier oben habt, ja, die wäre eigentlich ja weg. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel so hinstelle, da sieht ihr dieser komische Pfosten mit dem Pfeil da, ja, der nach rechts zeigt. Der wäre quasi jetzt, wenn dein Spiegel da wäre, weg. Wenn da also irgendwie ein Auto auf mich zufährt, ja, oder keine Ahnung, der wäre im toten Winkel auf einmal. Ja, okay, rot auf Ampel, noch rot. Und das finde ich halt auch übergeil. Du siehst jetzt hier quasi hier, wenn ich nach rechts rausgucke, ich sehe eigentlich alles. Der einzige tote Winkel ist die A-Säule. Und die A-Säule, da man durch die A-Säule innen sehen kann, kann man auch ruhig auch ein Bildschirm hinhängen, ja. Also die Pflicht wird jetzt nicht geringer, die wird vergrößert. Optimal groß wäre natürlich, wenn die B-Säule weg wäre, aber die A-Säule, aber die Säule kriegst du halt nicht weg, ja. Wegen Frontscheibe und Türseite, ja. Also die Ecke wird in einem Fahrzeug immer da sein. Deswegen kann man den Platz noch ausnutzen und dann noch was einbauen. Dann habe ich den Platz daneben frei. Und was ich auch cool fand, war jetzt in diesem Bus da. Die können wir auch hier sehen. Ihr habt ja einen Weitwinkel drin. Hier oben habt ihr quasi einen kompletten Rand, wie im Handy, in der normalen Kamera. Und darunter ist der Weitwinkel. Und dieser Weitwinkel, der tut quasi, wie kennt ihr auch im Handy, ja, wenn ihr da rausmacht, habt ihr einen extra krassen Zoom. Und dann habe ich da so ein Bild, habe ich mein Bild geschossen für den oberen und unteren Unterschied. Wenn das irgendwann alles offiziell ist bei unserer Firma, mache ich auch gerne Fotos davon, aber noch ist es nicht offiziell. Und da habe ich einfach mal das komplette linke Auto, hier die linke Fahrspur, als Auto von vorne gesehen. Ich habe nicht nur irgendwie die Seite gesehen vom Auto, ich habe aufs Auto direkt drauf gucken, als ob ich vorm Auto stehen würde.
Und da ist auch eine totale Sicherheit, wenn du quasi die komplette Beifahrerseite schließt. Da ist der tote Winkel quasi noch weniger geworden. Tote Winkel wird es immer geben, aber geringer. Ich habe die einige Nachteile, irgendwie sagen würde, die Technik würde nicht ausgereift, sondern das Bildschirm würde dann dauernd kaputt gehen. Dann denke ich mir so, ja, ich habe auch noch eine Technologie, die von Anfang an noch so steht. Ja, also ich sag klar. So, ich habe noch kein Bild gemacht. Und ich fahre auch noch auf dem Hof rein. Ich meine, ich finde nicht klar, dass die Technologie noch nicht ausgereift ist, aber bitte, gib doch mal ein bisschen Zeit. So, und ich mache jetzt hier ein geiles Bild. Ich hoffe, dass man eigentlich irgendwie alles erkennen kann. Wie ich schon gesagt habe, die Spiegel, die sind jetzt nicht irgendwie so ein Punkt, wo ich sagen würde, die sind sofort zu erkennen. Ich kann mal hier nochmal kurz hier rüber gehen, die Reifen angucken. Weil ich war doch wirklich so schneller gewesen, habe ich doch nicht drauf geachtet, trotz der Umleitung. Aber schaut euch das doch mal an. Ja, also hier. Hier ist jetzt die Kamera. Ich habe natürlich alles irgendwie modelliert halt, also man hat das tatsächlich irgendwie von außen ein anderes Bild als von innen. Ja. Also so ganz originell sind die jetzt nett. Aber man kann sich das denken. Vor allem wenn man drin sitzt, sieht man das. Und hier lasse ich halt eine Sache, die hat der Erbauer wohl leider nicht wegbekommen. Also die Halterung, der Spiegel und oben. Die Halterung quasi auch, nur die hat er quasi noch was angebaut. Ja, wenn ihr euch das so anguckt. Ich ziemlich identisch, wobei ich glaube sogar, da ist der komplett normale Spiegel und keine Kamera da irgendwie hinzugefügt wurde. Aber nur der Spiegel entfernt wurde, keine Ahnung. Ja, gut, könnte sein. Also sagt mal in die Kommentare oder so, was ihr jetzt schöner findet, diesen Mod über den Cybertruck, den ihr herumtransportiert. Die zwei, ohne dass man die jetzt fahren muss und mit normalem LKW transportiert, oder die Kamerasysteme. Kann mal gucken, ob ich die von innen nochmal zeigen kann. Innen. Ja, hier sieht halt, okay, hier innen kann man sich sehen, noch ein bisschen mit den. Ja, ich habe auch leider keinen Pfeil hier drin, gell? Ja, ich habe leider, ich kann hier nicht irgendwie groß was zeigen, ja? Von rechts sieht man das gar nicht. Ich denke, wurde da einfach von innen nachmodelliert worden. Von der Innenansicht, nicht von der Außenansicht. Weil rechts sehe ich halt gar nichts. Aber nun gut, gehen wir jetzt schon mal den Trailer ab, wie ich da eingepackt habe. Ich auch noch mal ein bisschen. Ja, komm, ich zeige, ich fahre ein. Ich glaube, ich war in so einer komischen Ecke noch nie gewesen hier. Ach, da in der Ecke wollt ihr den haben, okay. Dann nutzt mir auch noch hier die Rückspiegel. Ich hoffe, dass es aber auch funktioniert, ohne dass ich hummeln muss. Weil in so eine komische Ecke bin ich auch noch nie reingefahren. Ah. Jetzt hatte ich das auch kurz aufgehängt, genau. Das hat aber nicht mit einem allgemeinen Kameraspiegel zu tun, hat einfach nur mit dem Spiel zu tun gehabt, da ich dich aufgehängt hat. Ah ja, ich habe jetzt hier gerade die Lenksachen mit eingebaut, wenn ich die Kameras nutze. Dachte ich vielleicht, ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Ich muss mal kurz gucken nochmal. Aber echt mal. Wer hat sich denn das ausgedacht, da reinzufahren? Ah! Ah, ich hatte aufgehängt, okay. Ja, ich halt auch nur Mod. Ja, also. Ich. Leider nur ein Mod.
Also, hat jetzt nicht mit dem originalen Spiegel zu tun. Erstens habe ich nicht damit gerechnet, dass ich in so eine scheiß Ecke da reinfahren soll. Hat ja auch wieder was mit dem Spiel zu tun, dass man die... ich bin unkonzentriert. Ich habe ein Duff. Okay, ich muss mal kurz hier die anderen Spiegel zur Hilfe nehmen. Kommt immer weiter in die Kameraspiegel rein und ich nehme hier. Sonst wird das nämlich nie was. Jetzt wieder entfernen. D. Ja, okay, das war's. Ja, bla bla bla. Fortfahren. Fahren. Okay, das soll's gewesen sein. Der hat natürlich mit dem Abkuppeln herumgedrödelt. Aber ich wär's dann. Ich werde auch die Sachen reinstellen und wenn ihr dann noch Fragen habt, obwohl ich hoffe, dass ich es einfach erklärt habe, dann schreibt mir einfach, ja. Ich werde sofort beantworten. Ansonsten viel Spaß mit den beiden Mods, mit Kameras und Cybertruck. Hauptsächlich die Kamera wird wahrscheinlich viele jetzt benutzen wollen, oder? Ansonsten sagt mal eure Meinung zu den Kameraspiegeln in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, weil ich wieder nach dem Elektroauto wieder die nächstgrößere Themenwelt. Tschüss!